Hoffentlich hat sein Mitbewohner ihn nicht vorgewarnt. Hm. Warte mal, Alex. Das ist er doch. Stimmt. Herr Behringer? Hier bleiben! Mal stehen! Ganz ruhig, Herr Rang, an die Wand. Hände auf den Rücken. Was wollt ihr von mir machen, Polizei? Hm? Polizei? Warum laufen Sie denn weg? Ja, ich dachte, ihr werdet die Gerichtsvollzieher. Sehen wir aus wie Gerichtsvollzieher oder was? Was weiß ich denn, wie die aussehen? Die haben sich wenigstens angemeldet. Ach so, haben Sie Schulden? Bin ich da der Einzige? Die Frage ist nur, ob Sie Schulden haben oder ob Sie Schuld auf sich geladen haben. Aber das klären wir auf dem Kommissariat. Kommen Sie mit los. Was? Ja, mitkommen. Was wollt ihr, Mann? Ja, okay. Ich habe schon ein paar Mal hier und da was mitgehen lassen. Die Kohle reicht halt hinten und vorne nicht. Was soll ich denn machen? Vielleicht Ihren Lifestyle Ihren Verhältnissen anpassen? Also, Sie langen bei jeder Gelegenheit zu. Sie greifen in die Kasse des Fitnessstudios, werden dummerweise dabei erwischt von Ihrer Kollegin. Die sagt es Ihrem Chef, Ihr Chef entlässt Sie. Und Sie haben sich an Ihrer Kollegin gerecht. So ist es doch gewesen, oder? Nee, stopp. So war das auf jeden Fall nicht. Wie war es denn dann? Ey, ich hab dieser blöden Labertasche nichts getan. Ehrlich, ich meine, als mich dieser Thomas dann rausgeschmissen hat, bin ich gleich in die Bar von meinem Bruder und hab mich ordentlich volllaufen lassen. Ehrlich, ich hab hier keinen umgebracht oder sowas. Das werden wir überprüfen. Wenn Sie wirklich so unschuldig sind, dann geben Sie uns doch bestimmt auch freiwillig eine Speichelprobe, oder? Tut, was ihr nicht lassen könnt. Nur. Miaus. Per Du sind wir noch lange nicht. Oh, das ist ein guter Kollege. Hast du mir Geschenke mitgebracht? Nee, ist für mich. Marie für mich unten abgegeben. Oh, wie geil. Super geil. Heroes von Bowie. Ah. Eine der geilsten Scheiben, die es gibt. Mhm. Hat Marie im Netz ersteigert und sich deswegen in ihrer Mittagspause mit dem Verkäufer getroffen. Ah, deswegen. Mhm. Gucken, was steht denn da noch so? Du stehst darauf, Bowie. Der Titel passt so gut. Kuss Marie. Der Titel passt gut? Der Titel heißt doch Heroes, oder? Wenn die wüsste, was für ein Warmduscher du manchmal bist, ja, dann hätte sie wohl eher mir die Platte geschenkt. Stimmt. Besser würde passen, die Oldie-Platte für den Oldie mit der Platte. Also, der Arbeitskollege, der rausgeworfen wurde, ist raus. Der Abgleich mit seiner Speichelprobe hat ergeben, dass die fremden Hautpartikel unter den Fingernägeln der Toten nicht von ihm sind. Die stammen wahrscheinlich von ihrem Ex-Freund. Ach, übrigens, ich habe ein paar Kollegen losgeschickt, die die ganzen Überwachungskameras checken, die da irgendwo im Umkreis vom Tatort liegen. Mhm. Übrigens, Ex-Mann, die waren verheiratet. Ja, wie auch immer. Michi. Rietzke 11? Okay, wo genau? Alles klar. Ja, machen wir. Ciao. Der Ex-Mann ist gefunden worden. Ja gut, dann reden wir mal mit ihm. Könnte schwierig werden. Hm. Eindeutiger bitter Mandelgeruch. Also Cyankali. Ja. Sieht danach aus. Hier. Auch die blauen Flecken in seinem Gesicht deuten darauf hin. Vergiftung durch Cyanid. So durch die Magensäure dann zu Blausäure umgewandelt. Wahrscheinlich hat er Suizid verübt, nachdem er seine Ex-Frau umgebracht hat. Wie lange ist er ungefähr tot? Schon ein paar Stunden. Ich sag mal, grob später Vormittag. Lass mich mal rum. Zeig mal, Doc. Sieht noch die ganze Zeit aus. Jetzt ist es an. Er hat seiner Ex-Frau gestern noch eine Nachricht geschrieben, dass er sie unbedingt sehen will, wegen ihres 8. Jahrestages. Ja, das hatte sie ihrer Schwester ja noch erzählt. Eine Stunde später hat er ihr noch eine Nachricht geschickt. Warum reagierst du nicht? Ich mach dich fertig, wenn du dich nicht mehr triffst. Das klingt schon anders. Gucken, was noch drauf ist. Sein Anwalt hat ihn heute Morgen angerufen. 10.30 Uhr. Gesprächsdauer fast 3 Minuten. Hat er uns doch gar nichts von gesagt? Nee. Dann hat er ihm noch eine Mail geschrieben. Tut mir leid, sie hat mich provoziert. Halt es nicht mehr aus. Kann mit dieser Schuld nicht leben. Warum hat der Anwalt uns nichts davon erzählt? Wir waren noch kurz danach bei ihm. Ja. Herr Kossler?
Ach, hallo. Sie kommen ja wie gerufen. Ich wollte Sie gleich anrufen. Warum denn? Mein Mandant hat mir heute eine merkwürdige E-Mail geschickt. Darin gesteht er den Mord an seine Ex-Frau und kündigt seinen Suizid an. Wann haben Sie diese E-Mail erhalten? Ja, verschickt worden ist sie eigentlich schon heute Mittag. Ich hatte Termine und habe kurz im Büro meine Mails gescheckt. Ich kann Herrn Schröder nicht erreichen, ich mache mir Sorgen. Ihr Mandant ist tot. Was? Herr Schröder ist tot? Sie haben doch heute Morgen noch mit ihm telefoniert. Was wollten Sie denn von ihm? Ach ja, da ging es nur um eine Terminverschiebung. Ich bin noch immer völlig erschüttert, dass ich offenbar noch mit ihm gesprochen habe, nachdem er diesen Mord begangen hat. Sie haben am Telefon nichts bemerkt, ja? Natürlich nicht. Wenn ich das geahnt hätte, dann hätte ich doch. Er hatte in der ganzen Zeit bestimmt schon vor, sich umzubringen. Er war ja so aufgeregt. Hätte ich das verhindern können? Sie hätten zumindest bei unserem ersten Besuch uns sagen können, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Daran habe ich doch gar nicht gedacht. Außerdem spielt es ja jetzt keine Rolle mehr, nachdem er sich das Leben genommen hat. I never thought I could forget you. I never thought I'd be the man I am now. It's 20 seconds since I left you. Es war kein Selbstmord. Es war Mord. Ja. Erzähl. Laut Markenuntersuchung hat er das Gift mit einem Saft zu sich genommen. Aber weder im Auto, noch auf dem Parkplatz, noch in seiner Tasche haben wir irgendwie einen Becher oder eine Safttüte gefunden. Ja, stimmt. Da war auch nirgends ein Gefäß, in dem das Jürgen Kali gewesen sein könnte. Tja, der muss auch zur Einnahme gezwungen worden sein. Aber ich verstehe das nicht. Der bringt zuerst seine Ex-Frau um und dann wird er selbst getötet. Nicht so eilig. Laut Spurenlage kann er seine Ex nicht erwürgt haben. Die DNA unter den Fingernägeln, die stammen nicht von ihm. Aber wer kommt dann in Betracht? Wer hätte denn noch Motiv? Ja, die Frau war sehr beliebt, vor allen Dingen bei Männern. Können wir schauen, hier mal rein. Was habt ihr da? Ach, das sind die Ü-Cam-Aufnahmen. Von einer Überwachungskamera aus der Nähe des Parkhauses, in dem sie ermordet wurde. Und, so. Sag mal, das ist doch der Anwalt. Was für ein Glück, dass der seinen Lappen verloren hat und mit den Öffentlichen unterwegs war. Sag mal, wann ist die Frau laut Obduktionsbericht verstorben? So 19:30. 19:30. Da ist er wieder. Um 8:10, 20 Minuten nach ihrem Tod. Also vor und nach dem Mord an der Fitnesstrainerin ist der Anwalt zu sehen. Er hat einen Strauß roter Rosen dabei. Und nach dem Mord hat er auf einmal eine Handtasche dabei. Also es würde mich nicht wundern, wenn das die Tasche des Opfers wäre. Klar, die hat er mitgenommen, damit alles aussieht wie ein Raubmord. Und dann wollte er das Ganze seinem Mandanten in die Schuhe schieben. Er hat ihn vergiftet und das Ganze wie ein Selbstmord aussehen lassen. Und anschließend nimmt er das Handy des Mannes, schickt sich selbst eine E-Mail mit dem Geständnis. Raffiniert, aber nicht raffiniert genug. Ja. Aber die Frage ist doch, hat der Mandant seinen Anwalt dahin geschickt mit den Rosen? Oder war der Anwalt vielleicht selbst verliebt in die Frau? Sagen Sie, was hat denn mein Chef eigentlich angestellt? Er steht unter Mordverdacht. Schröder. Wollten Ihr Chef die her? Von seinem Mandanten, Herr Schröder. Und was machen die hier unten im Schreibtisch? Eigentlich müssten sie in der Akte sein. Sagen Sie, kann es sein, dass Ihr Chef in Frau Schröder verliebt war? Darüber kann ich mit Ihnen nicht sprechen. Jetzt hören Sie mal zu. Frau Schröder ist ermordet worden und danach Ihr Ex-Mann. Und Sie wollen uns irgendwelche wichtigen Infos vorenthalten? Frau Piel, Sie sind Zeugin, Sie müssen jetzt die Wahrheit sagen. Oder wollen Sie sich strafbar machen? Naja, mein Chef hat nie mit mir drüber gesprochen, aber ich glaube, geschwärmt hat er schon für Frau Schröder. Was geht hier vor? Frau Piel! Wir sind hier, um Sie festzunehmen. Bleiben Sie stehen, keiner rührt sich. Da passiert ja auch nichts. Kommen Sie! Herr Kossler! Bleiben Sie stehen.
stehen bleiben, habe ich gesagt. Lassen Sie mich in Ruhe! Verschwinden Sie! Da passiert ja auch nichts. Das macht doch keinen Sinn. Ein Schuss in Ihre Schulter. Sie wissen doch, wie sowas läuft. Lassen Sie die Frau gehen, los. Gehen Sie. Gehen Sie! Hände auf den Rücken, los. Hände auf den Rücken. Ich habe das nicht gewollt. Warum muss sie auch die Polizei anrufen? Ach, Herr Koslav. Sie mich aber jetzt erschreckt. Ist vielleicht nicht gerade der romantischste Ort für eine Liebeserklärung, aber ich kann damit einfach nicht länger hinterm Berg halten. Ich habe mich in Sie verliebt. Herr Koslav, spinnen Sie! Was soll das? Sie haben mich gerade zu Tode erschreckt. Hören Sie mir doch erstmal zu. Nein! Gehen Sie raus aus meinem Auto! Angela, ich liebe Sie. Gehen Sie aus meinem Auto! Angela, ich so weit nennt sich Anwalt. Lange. Bitte, ich kann es Ihnen nur jetzt nur sagen. Sie sind der Anwalt von meinem Mann. Nein, bitte, bitte. Ich zeig Sie jetzt an. Tun Sie das nicht. Bitte. Natürlich. Gehen Sie raus. Sie kranker Mensch. Schreien Sie nicht. Raus. Schreien Sie nicht. Gehen Sie raus. Raus mit ihm. Und dann haben Sie Ihren Mandanten zu sich bestellt und ihm das Gift verabreicht. Ich habe ihn mit einem Messer gezwungen, das Glas zu trinken. Er hat gedacht, das ist ein Schlafmittel. Woher hatten Sie das zu Herrn Kali? Aus meinem Tresor in der Anwaltskanzlei. Für einen Mediziner, der Sterbehilfe leisten wollte. Für die Sterbehilfe, die Sie geleistet haben, werden Sie lebenslang hinter Gitter wandern. Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie mit los.